Kennt ihr das? Ihr bekommt ein Smartphone und es ist euer neuer Daily Driver. Ich habe das Redmi Note 8 Pro bekommen. Ich habe es mir ausgesucht. Es ist ein Diensthandy, / Privathandy. Ich darf es da und da nutzen. Und das Redmi Note 8 Pro soll meinen langjährigen Daily Driver, das OnePlus 5T, ersetzen. Warum ein Mittelklasse-Smartphone und nicht High-End? Gut, erstens musste ich das von meinem Chef natürlich irgendwie auch rechtfertigen. Und das Redmi Note 8 Pro hat mich doch in seinen Bann gezogen. Für ein Mittelklasse-Smartphone hat es doch sehr interessante Specs. Und die gehen wir jetzt auch gleich durch. Und damit herzlich willkommen hier bei Flashbox. Die Packung ist ganz schlicht gehalten. In weiß, wir sehen hier vorne das Redmi Note 8 Pro abgebildet. Hier nochmal von der Rückseite. Ich habe nicht die weiße Version, sondern die Mineral Gray Version, also so schwarz-grau. Also ich würde es einfach grau nennen. Und die Packung sieht doch anders aus als die internationale Version. Die ist eher rot gehalten und hat doch noch größerer Schriftzug wie jetzt hier. Aber das soll ja kein Abbruch hier von der Freude geben, sondern ich habe hier die EU-Version, also mit Band 20 und alle Bänder, die wir in Europa so brauchen. Gehen wir mal kurz rum, hier oben noch das Mi-Logo, dann haben wir hier Redmi Note 8 Pro stehen. Oben haben wir nochmal einen Hinweis, dass ich hier die 6 GB RAM-Version und 64 GB ROM-Version habe. Der Speicher ist erweiterbar durch SD-Karte und hier steht sogar drauf, das finde ich ganz interessant, die Service- und Reparaturleiste hier in Deutschland. Also Redmi oder beziehungsweise Xiaomi hat jetzt einen Reparaturservice hier in Deutschland. Also dann, wenn irgendwas an eurem Gerät dran ist, kann es dahin geschickt werden und muss nicht nach China. Das finde ich doch wirklich sehr toll gemacht jetzt. Xiaomi möchte ja in Europa richtig jetzt durchstarten und das ist der richtige Schritt dahin, wenn die Smartphones, die ihr vielleicht zurückschicken müsst, dann nach China gehen, dann sind die mal locker zwei Wochen, wenn nicht noch länger unterwegs. Und so ist es dann doch besser, wenn das Ganze in Deutschland bleibt. Jetzt fackeln wir gar nicht lange, hinten sehen wir nichts. Wir schnappen das Unboxing-Messer und ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr müsst mir dann heute mal ein bisschen verzeihen, wenn es ein bisschen durcheinander wird, weil es ist halt mein neuer Daily Driver und ich bin wirklich gespannt, ob das Gerät meine Erwartungen erfüllen kann. Dann schneiden wir das Ganze doch mal auf. Ganz vorsichtig und jetzt machen wir das Messer auch mal weg und dann reißen wir doch hier die Folie mal ab. So, und weil ich es jetzt schon kaum noch erwarten kann, ziehen wir es direkt auf ohne weitere Verzögerung. Das legen wir dann nochmal so dahin. Ja, wir sehen hier gleich ein Papiertray. Schauen wir mal, was da alles drin ist. Ist relativ schwer. Da haben wir das SIM-Eject-Tool. Brauchen wir dann später noch. Dann gibt es hier natürlich Papierkram. Redmi Note 8 User Guide und die Warranty Card ist natürlich jetzt immer auch hier dabei und da ist es in jede Menge Sprachen, bestimmt auch in Deutsch. Zusätzlich legt Redmi oder auch Xiaomi, das finde ich immer ganz klasse, eine Silikon-Schutzhülle dazu. Die ist jetzt so leicht schwarz gehalten. Ich finde es immer toll, wenn sowas dabei ist, sage ich immer wieder, finde ich viel besser, als wenn irgendwelche Standard-Kopfhörer oder sowas dabei liegen. Probieren wir nachher auch mal aus. Das war's dann hier im Papiertray. Dann sehen wir hier gleich das Smartphone, das wir natürlich unbox-typisch erst einmal auf die Seite legen. Hier nochmal ein Papier-Zwischenlage. Wir haben weißes Zubehör zu einem schwarzen Smartphone, okay, ist mir persönlich egal, aber es gibt welche, denen ist das nicht so egal. Jetzt gucken wir mal, was der Power Adapter hier für eine Leistung hat.
Er hat 5 Volt bei 3 Ampere und 9 Volt bei 2 Ampere. Das ist ein 18 Watt Schnellladenetzteil, Quick Charge, sage ich jetzt einfach mal. Finde ich gut, dass sowas auch in der Mittelklasse mittlerweile fast Standard ist. Und natürlich darf nicht fehlen das Lade- und Datenkabel, natürlich USB-A auf USB-C. Es ist USB 2.0, in der Mittelklasse absolut noch vertretbar und nicht dann jetzt schon, ich glaube 3.0 dann. So, da haben wir hier noch was zum Aufmachen. Es sind doch Kopfhörer dabei? Nein, keine Kopfhörer dabei. Das dürfte es soweit gewesen sein. Ja, nichts mehr dabei, alles leer. Dann möchte ich mich auch selber nicht mehr noch weiter auf die Folter spannen und wir ziehen das doch hier mal aus seiner Schutzfolie raus, das Smartphone. Dann haben wir hier noch eine Folie drauf, da steht schon mal alles Wichtige soweit drauf. Will ich aber mit euch eigentlich in Ruhe durchgehen, nur ganz kurz hier 64 Megapixel Kamera und so weiter, 6,53 Zoll Full HD Plus Display. High Performance durch einen Helio CPU und einen 4500 mAh Akku. Aber wie gesagt, das gehen wir jetzt gleich nochmal Schritt für Schritt durch. Das Gerät übrigens habe ich auf Amazon gekauft für 229 Euro. Sie hatten bei Erscheinungsdatum ein Angebot für 30 Euro günstiger. Regulär kostet das Gerät 259 Euro. Link zum Gerät findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann gehen wir doch einfach mal am Rahmen entlang. Der Rahmen ist aus Kunststoff, obwohl er sich jetzt nach meiner Meinung gar nicht so anfühlt. Er fühlt sich schön kalt und, doch, es ist aber Kunststoff auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Power-Taste, sehr gut erreichbar, sie wackelt nicht, lauter und leiser, Druckpunkte, oh, richtig schön straff, wackelt gar nichts hier, Verarbeitung top. Dann gehen wir nach oben, da haben wir ein erstes Mikrofon und hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, vielleicht kann ich es auch mal in die Kamera halten. Ein Infrarotsensor ist hier noch verbaut zum Steuern eures TVs oder SAT-Receiver oder so ähnlich. Hier auf der linken Seite haben wir dann den SIM-Karten-Slot. Den öffnen wir noch mal kurz und schauen uns den mal an, was da verbaut ist. Es dürfte ein Hybrid-SIM-Karten-Slot sein, entweder für 2 SIM-Karten oder für eine SIM-Karte und eine SD-Karte. Also der Speicher ist erweiterbar mit bis zu 256 GB mit einer SD-Karte oder ihr nutzt halt 2 SIM-Karten, wenn ihr das wollt. Dann machen wir das Ganze wieder rein. So, dann gehen wir auf die Unterseite. Da sehen wir einen 3,5 mm Klinkenausgang. Dann haben wir hier den USB-C Lade- und Datenport, USB-C 2.0. Hier haben wir noch ein Mikrofon und den Monolautsprecher. Es ist nur ein Monolautsprecher, für mich vollkommen okay. Ich kenne es auch nicht anders von meinem 5T. Das hat auch nur einen Monolautsprecher und mit dem filme ich übrigens hier mit der Frontkamera. Und es wird leider jetzt demnächst halt abgelöst. Wir schalten es doch schon mal an, dann kann es schon mal hochfahren. Dann können wir nämlich auch auf der Vorderseite vielleicht viel besser erkennen, haben wir ein Display von 6,53 Zoll. Es ist ein IPS-Display im 19,5:9 Format. Ihr seht hier oben die Tropfen-Notch. Hier ist eine Frontkamera verbaut mit 20 Megapixel. Und die hat eine Blende von f2.0 und kann Videos 1080p in 30 FPS darstellen. Nebendran ist noch eine kleine Benachrichtigungs-LED, leider nur in einer Farbe und relativ klein. Hier oben haben wir dann noch den Ohrhörer, die Ohrmuschel. Und ihr seht, die Displayränder sind richtig schön dünn. Das Gerät hat die Außenmaße von 76,5 mm auf
161 mm und es ist 9 mm dünn oder dick. Und es hat ein Gewicht von 200 Gramm. Ich hatte ja das OnePlus 7 Pro auch mal im Test und das hatte 207 Gramm. Mir hat das jetzt persönlich nicht ganz so viel ausgemacht und deswegen macht mir die 200 Gramm hier sehr wahrscheinlich auch nichts aus. Aber das berichte ich dann alles in meinem Review zu dem Gerät. Ich kann aber schon erkennen, das muss ich leider sagen, die IPS-Display-Krankheit so ganz leicht bei hellen Flächen sieht man so am Rand, hauptsächlich um die Notch und an den Rundungen, doch so schwarze Ausblühungen, so Backlight-Bleeding nennt man das. Und das ist halt das Problem der IPS-Displays. Bei AMOLED wäre das nicht, aber in dem Preissegment AMOLED-Display ist dann doch eher selten. Dann gehen wir mal auf die Rückseite. Da haben wir noch ein paar Aufkleber, die machen wir natürlich auch ab. So, eine und noch eine. Dann haben wir hier hinten den Hinweis zu Redmi bei Xiaomi. Also Xiaomi lässt sich nicht nehmen, wie auf der Verpackung hier oben das Mi-Logo auch nochmal auf dem Gerät nochmal erwähnt zu werden. Hier haben wir einen Hinweis auf die 64 Megapixel AI-Superkamera. Gut, ich sag mal, das hätte man sich auch irgendwie ein bisschen sparen können. Natürlich das CE-Zeichen drauf ist ja die EU-Version. Und dann haben wir hier, ihr seht es, einen doch relativ großen Block an Triple-Kamera-System. Wir haben sogar Vierfach-Kamera, aber hier sind drei Kameras verbaut und unten drunter der Fingerabdrucksensor. Ich wollte das mal probieren, weil er doch, der ganze Block ist doch ziemlich weit rausstehend. Vielleicht könnt ihr das hier so weit sehen. Naja, es geht. Also es sind so, ich sag mal, einen guten Millimeter, wenn nicht sogar so 1,5 mm sogar. Also guckt schon sehr weit raus. Ich bin mal gespannt, ob die Hülle, das könnte man ja gerade mal ausprobieren, ob die Hülle das ausgleicht. Na, stramm geht sie schon mal rund und ich sehe gerade hier unten ist sogar eine Klappe für den USB-C Lade- und Datenport hier abzudichten. Dazu, das Gerät hat keine IP-Zertifizierung, also zumindest keine hohe. Es ist, glaube ich, IP52 zertifiziert, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Kamera guckt noch ganz leicht raus. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr erkennen. Aber ich halte es trotzdem mal hin, vielleicht geht's. Also noch so, sag mal, ganz ein Hauch guckt es noch raus. Ich schau mal, die Silikonhülle ist natürlich für den Anfang sehr gut, dass sie dabei ist, aber ich werde mir natürlich irgendwas Schöneres kaufen. Mal gucken, ob das dann auf jeden Fall, dass dann hier die Kamera auf jeden Fall abgedeckt wird, dass das nicht, wenn es auf dem Rücken liegt, da die Kamera oder irgendwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Gut, machen wir das wieder ab. Dann zu den Kameras. Der Hauptsensor ist ein 64 Megapixel Samsung GW1 Sensor. Ganz neu ist auch eines der ersten Smartphones, den diesen Sensor verbaut hat. 64 Megapixel in einem Smartphone ist bis jetzt noch nie da gewesen. Ich bin wirklich drauf gespannt, was der Sensor so kann. Die Blende ist f1.9 und ich habe schon natürlich ein bisschen was drüber gelesen und ein Foto soll zwischen 16 und 18 Megabyte haben. Also da ist eine SD-Karte auf jeden Fall angebracht. Wenn ihr nur in 64 Megapixel fotografiert, dann habt ihr natürlich relativ schnell der Speicher voll. Es ist natürlich so, dass der normale Modus 16 Megapixel hat und ihr könnt in der Kamera-App umstellen auf 64 Megapixel.
Unten drunter sehen wir dann einen 8 Megapixel Ultra-Weitwinkelsensor in 120 Grad Weitwinkel mit einer Blende von f2.2. Auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Und da unten drunter haben wir dann einen 2 Megapixel tiefen Unschärfensensor mit einer Blende von f2.4. Und hier nebendran ist auch nochmal eine kleine Besonderheit. Ich bin mal gespannt, was der so bringt. Ist ein 2 Megapixel Makrosensor mit einer Blende von f2.4. Also mit 2 Megapixel kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut aussieht. Ich bin wirklich mal gespannt drauf. Die Bilder werdet ihr natürlich in dem Review dann sehen. Videos kann die Kamera in 4K 30 FPS, 1080p in 60 FPS und 1080p in 30 FPS aufnehmen. Und auch nur bei dem letzteren, also 1080p 30 FPS, gibt es eine elektronische Stabilisierung. Höher kriegt es es nicht hin. Ich bin da auch sehr gespannt auf die Videoleistung, weil ich doch einiges mit dem Smartphone auch immer mal filme. Wenn da keine Stabilisierung dabei ist, bin ich natürlich dann gezwungen, mein Gimbal immer mitzunehmen, was jetzt auch nicht schlimm für mich persönlich ist, aber nur, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Worauf man sich einlässt, ist natürlich auch ein guter Punkt. Wir haben nämlich hier in der Hardware auch eine Besonderheit. Wir haben hier verbaut den MediaTek Helio G90T. Es ist ein Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,05 GHz mit einer Grafikeinheit, die Mali G76, und der Helio G90T ist natürlich nicht alltäglich. MediaTek ist noch nicht so bekannt hier in den Kreisen in Europa, in China doch öfters verbaut oder in Low-Budget-Smartphones. Der G90T-Chip ist aber ein Chip, der ziemlich neu entwickelt worden ist und auch so anzusiedeln ist, circa im Vergleich beim Snapdragon 730. Es ist auch auf Gaming ausgelegt. Man sagt ja MediaTek Prozessoren nach, dass sie nicht so akkuschonend sind. Das werde ich natürlich auch testen und euch berichten, wenn wir gerade beim Akku sind. Es ist ein 4500 mAh Akku verbaut und dieser wird, wie gesagt, mit bis zu 18 Watt Schnellladetechnik geladen. Wir haben hier 6 GB RAM und 64 oder 128 GB Speicher, UFS Speicher 2.1. Ich erwähne es deswegen, natürlich gibt es auch noch besseren Speicher in den High-End-Geräten, aber normalerweise so Mittelklasse-Geräte haben meistens den etwas langsameren eMMC-Speicher verbaut und hier ist doch der UFS 2.1 Speicher verbaut. Finde ich toll, dass Redmi, Xiaomi diesen Weg geht, auch mit dem Helio CPU. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles so zusammenspielt und es kommen ja auch immer noch Updates raus und dann wird das Gerät immer weiter optimiert und vielleicht auch von der Akkuleistung. Wie ihr seht, haben wir hier natürlich MIUI 10 auf Basis von Android 9 Pie. Auf Android 10 Update ist schon angekündigt und MIUI 11, und da habt ihr auf jeden Fall dann auch ein bisschen Zukunftssicherheit. Jetzt wollen wir das Gerät doch mal ganz schnell einrichten. Ich spule ein bisschen vor, je nachdem, bei interessanten Sachen halte ich dann immer mal an. So, jetzt richten wir natürlich mal den Fingerabdrucksensor ein. Ich mache hier mal eine PIN. Ja, komm, verstanden. 1, 2, 3, 4. Die ändere ich natürlich nachher nochmal, weil es ist ja dieses Mal mein Smartphone. So, Fingerabdruck hinzufügen. Leg deinen Finger auf den Sensor. Das machen wir nochmal. So, und wie ihr seht, ja, jetzt die Ränder. Das geht richtig rucki zucki, mein lieber Freund. Weitere Einstellungen, da stimmen wir mal komplett zu. Und was wollen wir? Klassisch? Ja, wir wollen klassisch. Ja, das wollen wir. Einrichtung abgeschlossen. Du kannst jetzt loslegen. Wollen wir machen.
Ja, das ging ja aber fix mit dem Fingerabdrucksensor. Nachher richten wir auch gerade noch Face Unlock ein. Das ist natürlich hier auch vertreten. Und da gibt es keine irgendwelche Einschränkungen mehr, wie damals beim Pocophone oder so. Da musste man ja so ein bisschen das Gerät überlisten und irgendeine andere Region einstellen und so weiter. Also das brauchen wir hier nicht mehr. Es ist ein EU-Gerät. Und ganz offiziell, wie ihr gesehen habt, bei Amazon zu kaufen und ganz offiziell sogar hier in Deutschland ein Reparatur- und Servicepartner. Und da könnt ihr nichts mehr falsch machen. Solange wie die Apps laden, kann ich noch was zur weiteren Ausstattung sagen. Wir haben hier Bluetooth 5.0 verbaut. LTE Band 20 ist natürlich vertreten und alle anderen wichtigen Bänder für Europa. WLAN ist mit 2,4 und 5 GHz verfügbar. Man kann VO LTE und VO Wi-Fi mit dem Gerät machen. Und das Gerät ist auch L1 zertifiziert. Also ihr könnt HD-Inhalte von Amazon und Netflix da drauf schauen. Da gab es ja auch immer Probleme, dass dann das nicht in HD verfügbar war, sondern nur in SD, ist hier auch nicht. Also ein absolut angepasstes Gerät an Europa. Dann sind wir jetzt auch hier in der Oberfläche und ich mache schon mal hier so ein bisschen hin und her, dass ihr auch die Helligkeit seht. Werde ich mal hier genau mal was Helles, einen hellen Hintergrund darstellen. Das Gerät soll hell genug sein, für bei Sonnenschein und so weiter gut ablesbar zu sein. Ich glaube 500 Nits habe ich gelesen, aber da weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es auch stimmt. Wir gehen kurz mal in mein Gerät. Die MIUI Version 10.4.4 und Android Version 9. Wir haben Standsicherheitspatch, haben wir August 2019. Speicher ist 64 GB groß, der interne, und wir haben noch verfügbar 52,91 GB. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir auch den Face Unlock einrichten können. Gesichtsentsperrung. 1, 2, 3, 4. Weiter. So, dann richten wir doch mal die Gesichtserkennung ein, Face Unlock. So, er hat mich erkannt. Ja, das Häkchen kommt und man muss hochswipen. Jawohl, das geht richtig schnell. Und hier jetzt auch noch mal der Fingerabdrucksensor. Jawohl, auch richtig schnell. Finde ich toll. Nochmal aufs Display zu kommen, Gorilla Glass 5 hinten wie vorne und Xiaomi soll bei der Beschichtung des Glases was Neues ausprobiert haben. Eine ganz besondere Beschichtung soll hier drauf sein, die Fingerabdrücke doch nicht so extrem annimmt und man mit dem Finger trotzdem noch ganz leicht so drüber sliden kann. Das werde ich natürlich auch beobachten und schauen, wie das so sich gibt. Es ist keine Display-Schutzfolie installiert, was jetzt aber auch nicht so dramatisch ist. Das kann man ja alles nachkaufen. Und aber hier, also der Prozessor geht, der rennt. Also ich sehe hier keine Verzögerungen irgendwie oder Ruckler bis jetzt. Finde ich wirklich toll. Ja, die Apps werden schnell geladen, muss ich auch sagen. Naja, also weitere Tests werde ich natürlich durchführen. Das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein mit dem Redmi Note 8 Pro, mein neuer Daily Driver. Leider geht mein OnePlus 5T in Rente. Ich bin gespannt, wie das Gerät mich überzeugen kann, ob es mich überzeugen kann. Und wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, stellt sie natürlich gerne unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, auch das Review über das Redmi Note 8 Pro, dann abonniert gerne meinen Kanal. Darüber freue ich mich immer und immer wieder. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!